Juli 2015 ist das Wetter in Deutschland extrem wechselhaft. Auf Hitzeperioden folgen Sturmtiefs, dann wieder schön ruhiges Wetter und so weiter. Heute noch sind wir hier im hohen Westerwald auf der Krombachtalsperre auf dem Segelgatt unterwegs. Tags drauf steige ich bei wunderschönem, ruhigem Wetter um in einen Schwedenkanadier. Schweden zum Paddeln auf einer der 80.000 Seen schon einmal ein Kanu geliehen hat, saß garantiert in einem Linda Alu-Kanadier Inkas 5,25 Meter. Sie werden in Schweden produziert und sind dort so verbreitet wie Knäckebrot. Bei unseren früheren zahlreichen Schwedenreisen mit Zeltgepäck und Kanu fielen mir diese praktischen Schwedenkanadier auf fast allen Seen immer wieder ins Auge, sodass ich eines Tages auf die Idee kam, mir selbst ein solches Kanu aus Schweden zu besorgen. Heute an diesem stillen Hochsommertag im hohen Westerwald möchte ich einmal dieses Schwedenkanu vorstellen, zumal ich mich gerade hier in einer Warteschlange für eine in Kürze geplante Schwedenreise befinde. Und dieses Fahren hier versetzt mir schon mal das entsprechende Feeling, was wir in Kürze auf schwedischen Seen haben werden, allerdings nicht in diesen Alu-Kanadiern. Da meine Tochter Samira und ich mit unseren beiden Hunden Fly und Lucy im Wohnwagengespann nach Skandinavien reisen werden, haben wir darin Grabner Luftboote verstaut. Denn so ein Linda Alu-Kanadier ist schon verdammt schwer, lang, groß und am besten auf einem Dachträger eines soliden langen Autos oder auf einem Kanu-Anhänger zu transportieren. Es mag zwar ein bisschen absurd und bescheuert klingen, aber dieses Linda Alu-Kanu habe ich mir einst angeschafft. Nicht, weil es sich darin ganz besonders gut paddeln lässt. Nein, dieses Boot lässt sich ganz besonders gut über Land transportieren. Und da das in Schweden oft nötig ist, um von einem See zum anderen zu gelangen, also sogenannte lange Kanu-Portagen samt Zeltgepäck notwendig sind, ist es prima, wenn man ein Kanu wie eine Schubkarre die Waldwege entlang karren kann. Und dafür hat Linda diesen wunderbaren Bootswagen konstruiert, den ich hier vor mir liegen habe. Mit den meisten anderen Kanus in unserem umfangreichen Kanufuhrpark laufen die Portagen keineswegs so bequem und gut wie mit einem Linda Kanadier samt Bootswagen, weil Boote zu weich sind aus PU, aus Polyethylen, aus Hyperlon oder aus GFK. Wenn ich solche Boote mit einem Bootswagen über längere Strecken fahre samt Zeltgepäck, stellen sie sich ein oder krachen gar zusammen, von den Bootswagen ganz zu schweigen. Beim Linda Alu-Kanadier ist das nicht so. Dieser Bootswagen verrutscht keinen Millimeter unter dem Boot. Das Boot hat einen stabilen Kiel und auf diesem Kiel rastet der Bootswagen mit einer sehr stabilen Führungsrille ein, sodass sich das Boot keinen Millimeter mehr verschiebt. Und genau dieses solide, dieses robuste, dieses praktische ist der Vorteil dieses Linda Alu-Kanus.
Von den Nachteilen möchte ich hier nicht weiterreden. Die Bohne gibt es gar nicht in Deutschland. Es ist mühsam, sie zu importieren. Und sie sind schweineteuer. Also ist das hier, was ich hier labere, nicht gerade eine Kaufempfehlung, aber für Schwedenfreaks wie mich ein gutes Feeling. Wenn man solche Boote sieht, denkt man an Schweden, denkt man an Kanufahren, denkt man an Wildnis und wird schon mal prima eingestimmt auf eine Reise in den Norden, wie ich heute.